Nächste Station war in Hult. Ein kleiner, schöner Platz, sehr ruhig gelegen, mit guten Wandermöglichkeiten. Am Wegesrand begegneten uns einige seltsame Figuren. Trolle, Wölfe, Füchse, Drachen, Bären. Und wieder Trolle. Speziell der Corona-Troll erinnerte uns an einen bekannten Politiker bei uns in Deutschland. Danach füllten wir unsere Vorräte in Exhü auf und nutzten die Gelegenheit für einen Spaziergang durch die sehr schöne alte Stadt. Bei der Gelegenheit füllten wir auch gleich unsere Bargeldbestände auf, denn Bargeld hatten wir natürlich komplett vergessen. Danach ging es zum Skurugata Nationalpark. Auf dem Weg zur Skurugata Schlucht kamen wir vorbei an auf Felsen sitzenden Bäumen. Der Temperaturunterschied zwischen dem Eingang der Schlucht bis zur Sohle kann übrigens bis zu 10 Grad betragen. Um diese Schlucht ranken sich die wildesten Geschichten. So soll zum Beispiel ein Troll dort einen Silberschatz vergraben haben, der bis heute noch nicht gefunden worden ist. Wir haben ihn auch nicht gefunden. Aber im Herbst fahren wir nochmal hin nachschauen. Und die Natur drumherum lässt eigentlich nur einen Track dafür zu, und zwar Hall of the Mountain King. Oder eben Hall of the Metal King. Bei der Wanderung durch die Schlucht erhielten wir übrigens beide unser Bergziegen-Diplom. Der Hund blieb wohlweislich im Wohnmobil, denn der hat sich mit Sicherheit die Haxen gebrochen.
Toten. Holt fürs Geld. Special für die Knie. Also ich glaube, die fängt hier erst an. Am Ende der Schlucht treiben zwei Hexen ihr Unwesen an einer verwunschenen Quelle. Wir haben sie zwar nicht gesehen, aber es raschelte schon das eine oder andere Mal im Gebüsch. Alles in allem ein absolut beeindruckendes Naturmonument.